aus alten Jeans kann man auch was Schönes machen. Man kann auch seine alten Stoffreste dann aufbrauchen und alles bunt durcheinander nehmen, was einem nicht gefällt. Das kann man auf die Couch legen, wenn man einen Hund hat. Weil sie aus Jeans gemacht ist, ist sie sehr haltbar. Diese Stücke werden ausgeschnitten, aneinander genäht, dann eingeschnitten und dann kommen sie in die Waschmaschine und dann in den Trockner, damit sich das hier richtig aufribbelt. Man kann eine ganze Jeans nehmen. Wenn man eine ganze Jeans hat, schneidet man an allen Nähten, also an den Beinnähten auf. Bis ungefähr oben hin, immer an der Naht vorbei. Das kann auch der Mann machen. Hier, das ist jetzt eine dünnere Jeans. Die Dicken sind ja sehr schwer auseinanderzukriegen. Je nach Breite sieht man ja hier unten, wie viel ist das denn? Das hier ist eine enge. Besser ist, wenn man einen dicken Mann hat. Da kriegt man mehr Teile raus. Wie viel wäre denn das jetzt hier? Ich gehe jetzt auf 7x7 Inch. Jetzt in diesem Fall könnt ihr nehmen, was ihr wollt, auch die dickere Partie. Hier kommt jetzt wieder uns zu Pass, dass wir von 7 Inch ausgehen, also von überhaupt Inch. Wenn wir drumherum überall einen halben Inch haben wollen, heißt das, das Quadrat muss 1 Inch kleiner sein, also 6 Inch. Das ist jetzt immer einfach zu rechnen bei sowas. Das macht ihr natürlich am Strip. Ihr könnt auch mehr übereinander schneiden von der Partierung, je nachdem wie dick sie ist. Das ist also 7 Inch, das sind 6 Inch. Da seht ihr, wie einfach das ist, da ist es drumherum einen halben Inch übrig. Jetzt nehmen wir unser Quadrat, die schöne Seite kommt nach außen, hier kommt auch die schöne Seite nach außen. Das nehmen wir jetzt. Und können das so diagonal einfach steppen mit der Maschine. Dann ist das ganze Quilt schon vorher gesteppt. Wir können auch ein rundes Muster machen. Wir können auch ein Herzchen reinmachen. Wenn wir ein Herz machen wollen, dann können wir das aufmalen. Wer sich unsicher ist, ob er das auch schön trifft oder es ganz genau haben will, ist aber eigentlich gar nicht jetzt hier so nötig. Der kann sich hier mit diesem Ding bla bla bla. Kann man sich das diagonal einzeichnen. Wer will, kann sich das auch ein bisschen feststecken. Das macht auch nichts. Einfach da, wo man nicht näht. Das geht schnell und einfach. Jetzt ist schon mit Wattierung und Hintergrund alles fertig. Also nochmal, ihr könnt euch das hier einzeichnen, einritzen. Bla bla bla. Die gibt es überall in den Quiltgeschäften. Da müsst ihr mal selber gucken. Viele fragen, wo gibt es das und das. Aber jetzt wohne ich ja nicht in Deutschland und weiß nicht, wo es das gibt. Da muss ich dann im Internet stundenlang gucken, wo es vielleicht bei euch sowas gibt. Dann komme ich natürlich nicht mehr hier zu den Filmen, wenn ich immer so viel nachschlagen muss im Internet. Das wäre also gut, wenn ihr das selber guckt, wo ihr das kriegt. Die schöne Seite nach unten. Die Wattierung drauflegen, das Blaue, bisschen feststecken. Da kann man natürlich ganz verschiedene Jeans nehmen, in allen Farben. Es gibt ja dunkel, helle und mittlere.
so viel Farben wie ihr kriegen könnt, das könnt ihr euch dann schön alles auslegen erstmal. Und dann, wenn ihr jetzt also eure Quadrate zu Reihen aneinander näht, dann macht ihr aber eine Sache. Ich habe ja jetzt hier eingezeichnet, den halben Inch, den ich jetzt nähe. Da schneide ich jetzt ein Viereck aus. Und das mache ich an allen vier Seiten. Das Viereck ist dann auch einen halben Inch mal einen halben Inch. Seht ihr das? Dann habt ihr es nicht so schwer beim Aneinandernähen. Ich mache das jetzt hier genauso an allen Seiten. Also, jetzt seht ihr das. Jetzt näht ihr das Bunte auf das Bunte. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch, wie gesagt, den halben Inch hier einzeichnen. Das verschwindet auch in der Naht. Ich stecke es mir ein bisschen fest, so dass es nicht oben rausguckt, die Nadel. Und nähe jetzt hier lang. Also, halber Inch abgenäht, aufklappen. Da seht ihr, jetzt ist das Bunte oben. Und wenn ihr euch anstrengt und es ein bisschen schön gerade ausschneidet, habt ihr auch, weil ihr ja verschiedene Farben nehmt, hinten auch ein schönes Muster. Meine Decke ist jetzt schon alt. Da seht ihr hinten, wenn das einigermaßen aneinander kommt, sieht dann auch schön aus. Manche haben noch ein paar alte bestickte Jeans. Ich habe die geerbt. So könnt ihr alles durcheinander nehmen. So näht ihr jetzt Stück an Stück alles schön bunt durcheinander. Und dann näht ihr die nächste Reihe hier lang, auch wieder mit dem halben Inch. Das ist ja wieder das Übliche. Was machen wir jetzt, wenn wir fertig genäht haben? Dann nehmen wir unseren Mann, wenn wir einen haben, und lassen den hier einschneiden bis zur Naht, also 2 mm vor der Naht aufhören. In so Stücke, kann 1 cm sein. Also aber nicht durch die Naht schneiden lassen. Also schön Brille aufsetzen. Das sieht jetzt so aus. Und das, wenn das dann alles fertig ist, das wird dann in den Trockner gesteckt. Also man kann es auch vielleicht im Trockner nur machen, ohne zu waschen, wenn es noch sauber ist. Oder man wäscht es und macht es im Trockner, dann wird es besser. Das ist hier jetzt diesmal gewollt. Man kann das natürlich auch aus normalem Stoff machen, wenn man mag. Aber hier ging es ja um Jeansverwertung. Again.
It's not a lot to do. You know why. My way, I never